herzlich willkommen auf meinem Gunpower Channel. Heute möchte ich euch mal eine Luftpistole, Luftpistole, Schrägstrich, Luftgewehr vorstellen. Ja, muss man so sagen. Das Ganze ist von der Firma Mercury. Ja, man sieht es hier, wird es im Kunststoffkoffer geliefert. Ist nicht der hochwertigste, aber ich finde, da das Luftgewehr oder die Luftpistole, ja, ist so ein kleiner Zwiespalt, doch eigentlich recht günstig ist, finde ich es eigentlich schön, dass überhaupt so ein Koffer dabei ist. So, und wir haben hier das gute Stück. Das ist eine LP25 Supercharger Tactical. Ja, Tactical aus diesem Grund, weil man hier hinten noch die Möglichkeit hat, einen Taktikschaft anzubringen. Dieses Ganze hier gibt es auch als normale LP25 oder LP25 Supercharger. Ja, die sind quasi etwas kürzer. Um genau zu sein, geht das Ganze bis hier. Das hier ist quasi nur die Aufnahme für den Schaft. Hat die anderen oder die anderen haben es nicht. Kann man, glaube ich, meines Wissens nach auch gar nicht so einfach. Man könnte sich ein neues Gehäuse kaufen. Ich denke mir mal, dann dürfte das auch funktionieren. Hier mit dieser Schaftaufnahme. Gut. Was haben wir hier in dem Koffer? Natürlich zum einen die Luftpistole. Einmal den Schaft natürlich. Hier haben wir eine Alu-Spannhilfe. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Kompensator. Ist aber keiner. Kommen wir gleich mal zu. Ja, hier haben wir natürlich noch einen kleinen Imbusschlüssel. Und eine Bedienungsanleitung, wo so das Nötigste drinne steht. Was ich euch allerdings jetzt selber erklären werde. So, kommen wir mal ein wenig zu den technischen Daten hier von der Supercharger Tactical. Das Ganze hier hat eine Gesamtlänge ohne Schaft von 508 mm, eine Lauflänge von 285 mm. Der Lauf ist gezogen, ist ein Stahllauf und soll verdammt präzise sein, habe ich mir sagen lassen. Wir haben hier ein Gewicht ohne Schaft von 1,7 Kilogramm. Das Kaliber ist hier 4,5 mm Einzelschuss. Ja, ist also quasi ein Knicklaufgewehr, ja, so wie man es kennt, Federkolben. Ja, hier unten haben wir einen Abzug, ja, einen Metallabzug, der vierfach verstellbar ist. Das Ganze könnt ihr hier über das Loch machen. Ja, hier unten seht ihr die zwei Madenschrauben. Das Ganze macht ihr unter anderem mit diesem Imbus hier. Wie gesagt, der ist vierfach einstellbar. Also hier könnt ihr das Abzugsgewicht und den Druckpunkt könnt ihr hier einstellen. Also so wie ihr es braucht, ja, wie es für euch am angenehmsten ist. Hier unten haben wir eine Sicherung, ja, eine automatische und manuelle Sicherung. Ja, also ihr könnt sie quasi manuell sichern. Ja, automatisch gesichert wird das Ganze, wenn ihr hier so das Ganze spannt. Man sieht, ist hier gesichert. Braucht ihr nur mit dem Zeigefinger nach vorne schieben und schon könnt ihr schießen. Ja, also funktioniert alles quasi so wie bei den meisten modernen Luftgewehren oder Knicklaufgewehren heutzutage auch. Hat ja mittlerweile fast jedes Gewehr, ja, so eine automatische Sicherung. Ja, ansonsten haben wir hier natürlich ein integriertes Dämpfersystem drin, ja, was ein wenig den Prellschlag dämpft. Hier oben drauf haben wir noch eine 11 mm Picatinny-Schiene für Zielfernrohrmontagen. Ja, also hier kriegt man schon ganz gut was drauf. Wenn man den Schaft mal montiert hat, das werde ich gleich machen, erklärt sich auch, warum man da so gut ein Visier drauf machen kann. Also das Ganze hat dann wirklich schon mehr von einem Gewehr wie von einer Pistole, was es ja ursprünglich eigentlich mal sein sollte. Ja, hier oben haben wir eine verstellbare Fieberoptik. Hier hinten haben wir die Kimme. Die ist hier über das Rädchen seitenverstellbar. Hier drüber höhenverstellbar. Man sieht auch, ich habe hier mit geschossen, ist schon voreingestellt. Hier vorne haben wir noch das Korn, ist natürlich auch höhenverstellbar. Also ihr könnt das quasi so ankippen,
so wie ihr es gerade braucht. Hier ist auch noch eine kleine Imbusschraube, ja, eine Madenschraube. Hiermit könnt ihr das Ganze fixieren, ja, dass sich das also beim Schuss nicht verstellt. Ansonsten haben wir hier vorne noch einen Laufschutz oder einen Gewindeschutz. Ja, da sieht man auch hier ein Standardgewinde für Schalldämpfer. Normalerweise ist hierfür diese Aluspannhilfe. Ja, das soll den Lauf natürlich einfach etwas verlängern, ja, damit die Hebelwirkung etwas größer wird, dass das Ganze hier besser zu spannen ist. Wenn die runter ist, ja, habt ihr da immer ein bisschen Probleme. Also euch bleibt da eigentlich schon gar nichts anderes übrig, als hier vorne an dem Korn zu packen. Ja, und das ist natürlich hier alles ein wenig empfindlich. Sollte man natürlich nicht unbedingt dran packen. Also, wie gesagt, entweder nehmt ihr hier diese Spannhilfe oder aber ein paar Schalldämpfer. Also ein paar, sucht euch einen aus, zwei kriegt ihr nicht drauf. Also ich habe es ausprobiert mit dem Schalldämpfer, das funktioniert ziemlich gut. Ja, das hält erstens hier wirklich bombenfest drauf, also hier klappert nichts. Ob der Schalldämpfer jetzt hierbei wirklich was bringt, wage ich zu bezweifeln. Aber wie gesagt, die Verlängerung am Lauf macht das ganze Spannen hier natürlich einfacher. Und ja, mit dem Schaft sieht das Ganze später dann auch wirklich wie ein Gewehr aus. Ja, ich muss ja sagen, dass ich jetzt die letzten Male, wo ich hiermit geschossen habe, diesen Schalldämpfer hier drauf habe. Ja, der mag natürlich von der Länge ein bisschen übertrieben sein, aber ich muss sagen, man bekommt das Ganze wirklich hier 1A gespannt. Also da braucht man nicht viel Kraft, ja, das geht fast von alleine. So, erstmal runter damit. Schrauben wir uns hier mal die Spannhilfe drauf. So, ja, das Ganze hier hat natürlich ein Kunststoffgehäuse, ja, das ist ABS-Kunststoff, ist, wie ich finde, ziemlich robust und ja, hier auch ziemlich sauber verarbeitet. Also man sieht hier zwar, ja, wo die Teile zusammengefügt worden sind, aber ist doch im Großen und Ganzen ist das hier wirklich ziemlich sauber verarbeitet. Also hier stehen keine Grate raus oder sonst irgendwas. Also das ist wirklich, wirklich top verarbeitet. Wir haben hier ein ergonomisch geformtes Griffstück aus Gummi. Hier für Rechtsschützen. Ich weiß nicht, ob es das Ganze hier auch für Linksschützen gibt. Also in den meisten Shops habe ich es meistens nur für Rechtsschützen gesehen. Aber theoretisch dürfte das kein Problem sein, hier auch Griffstücke für Linksschützen rauszubringen. Also ich gibt es hundertprozentig, also bin ich eigentlich schon fast von überzeugt. Ja, kommen wir mal hier zu dem Schaft. Das Ganze wird hier, sieht man es, ist ein kleiner Bolzen drinne. Das Ganze wird einfach reingedrückt, hier hinten drauf geschoben. So, und schon ist das Ganze fest. Hier hinten haben wir noch einen Bolzen. Ja, damit könnt ihr das Ganze hier so an eure Schulter anpassen, wie ihr das braucht. Hier oben haben wir noch eine Schaftbacke drauf. Ja, über die zwei Schrauben. Die sind jetzt schon gelöst. Könnt ihr euch das Ganze hier anpassen, wie ihr das haben möchtet. Ja, hier hinten haben wir noch eine Gummiabschlusskappe. Ja, die hier auch, wie man sieht, etwas gefedert ist. Also ja, die Pistole oder das Gewehr hat ja schon ein Dämpfungssystem drin, ja, was ein bisschen vom Prellschlag nimmt. Hier diese Gummischaftkappe kommt dem Ganzen natürlich nochmal entgegen. Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich erstmal nichts weiter zu sagen. Ich werde jetzt mal einen Schusstest hier mitmachen. Ja, wie gesagt, die Visierung ist grob voreingestellt. Ich werde einfach mal 10 Schuss machen.
Werde mir dabei auch Zeit lassen. Ja, ich werde es euch später zusammenschneiden, ja, dass das Ganze nicht so langwierig wird. Ich werde wirklich mal versuchen, damit aufgelegt auf, ja, sagen wir mal, 6 bis 7 Meter zu schießen. Ich will hoffen, dass ich euch da ein ziemlich gutes Ergebnis zeigen kann, da ich ja meistens immer ein sehr ungeduldiger Schütze bin. Ja, also bei mir geht das dann doch schon schnell, schnell. Ich werde euch aber demnächst auf jeden Fall mal ein Video machen. Wie gesagt, das Gewehr hier hat 7,5 Joule. Ja, natürlich ist das bei den Daten dann auch meistens immer mit 170 oder 175 Meter die Sekunde angegeben. Wenn es denn die 7,5 Joule hat. Ich habe mir sagen lassen, das hier soll sogar ein wenig mehr haben. Ja, als angegeben. Das werden wir aber demnächst mal, werden wir da mal gucken, ob das so wahr ist. Ja, da werde ich euch einen genauen Schusstest mal machen mit verschiedenen Diabolos. Ich denke mir mal, das Video werde ich auch hier anhängen. Vielleicht da. Mal gucken. Ja. Und wie gesagt, jetzt machen wir erstmal 10 Schuss auf die Scheibe. Ja, wie gesagt, ich werde mein Bestes geben. Und schauen wir mal, was so passiert. Ja, mit Zeit lassen war da nicht allzu viel, aber ich denke, das kann sich sehen lassen. So, dann kommen wir mal zum Fazit von der LP25 Supercharger Tactical. Ja, gucken wir uns zuerst mal den Spiegel hier an. Also, ja, also ich habe 10 Mal geschossen. Man sieht es hier kaum noch. Ja, es waren ziemlich viele Loch in Loch und Ball. Gut, hier oben, ich glaube, das war der vorletzte. Das war dann mal ein kleiner Ausreißer gewesen. Gut, ich habe jetzt wirklich auch nur grob voreingestellt gehabt. Also ich habe davor vielleicht auch noch mal 10 Schuss gemacht, ja, und mich da langsam rangetastet. Ja, also ich denke, auf 7 Meter war das schon mal nicht schlecht, ja, für eine
Schnell eingestellte Visierung, wie gesagt, der nächste Schusstest hiermit wird etwas genauer sein, ja, auch etwas länger, denke ich mir mal. Wie gesagt, ich werde euch den im Video anheften, ja, demnächst, wenn es soweit ist, und dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, zu dem Gewehr selber oder zu der Pistole selber, es ist ein wirklich richtig schickes Gerät. Also das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, ich kannte vorher die normale LP25, typische Magnum Luftgewehrpistole. Ja, nicht mein Fall. Das Ding hier ist schon mal wieder was ganz anderes. Wie gesagt, erstens, man kann sich vorne schönen Schalldämpfer drauf machen, der nicht allzu viel bringt, wie ich finde. Ja, aber man hat auf jeden Fall einen anständigen Pack an, um diesen ja doch recht kurzen Lauf gut zu spannen. Nur mit dieser ja, mit dieser Spannhilfe, ja, die dabei ist. Hier ist das gute Stück. Ja, es wird nicht wirklich länger, ja. Und ich meine, mit so einem anständigen Schalldämpfer, wie gesagt, erstens sieht das Ganze dann wuchtiger aus. Ja, man hat richtig was in der Hand. Und wie gesagt, der Spannvorgang wird um einiges leichter. Beim Schießen, ja, von dem Prellschlag hat man wirklich nicht allzu viel gespürt gehabt. Ich hatte mir den Abzug, hatte ich mir hier etwas voreingestellt, ja, also man kann sich den wirklich verdammt weich einstellen, ja, also wirklich top, gibt es nichts dran auszusetzen. Die Griffe hier, wirklich super, liegt wirklich top in der Hand, da ist kein Wegrutschen, nix. Was natürlich auch sehr schön ist, ist hier der Schaft, ja, wie gesagt, man kann sich das Ding so anpassen, wie man es braucht. Die Visierung hier lässt sich top einstellen. Wobei ich sagen muss, dass mir hinten eigentlich die Kimme ehrlich gesagt etwas zu groß ist. Ja, also ich finde, also für mich hätte sie etwas schmäler sein können, ja, um noch genauer zu zielen. Also man hat es gesehen, man kann damit gut zielen, aber ja, da wäre vielleicht noch etwas drin gewesen. Ja, im Großen und Ganzen, ich habe jetzt hierfür natürlich ohne den Schalldämpfer an die 160 Euro bezahlt. Und ich denke, man, die kann man hier wirklich gut und gerne investieren. Macht echt Spaß, ist verdammt genau und ja, tut, was soll. Ja, so, das war's wieder. Ich denke mal, hier ist gesagt worden, was zu sagen war. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Dibo.